Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute ein, zwei Sachen, über die wir sprechen müssen. Die allererste und vielleicht wichtigste Info für einige von euch. Viele haben in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gefragt, wann ich wieder streamen werde. Und jetzt habe ich endlich wieder genug Zeit dafür, neben YouTube und den Videos, die ich mache, auch ein bisschen zu streamen. Das bedeutet, heute Abend um 20 Uhr könnt ihr zusammen mit mir auf Twitch zusammen zocken. Wir machen heute Abend Community-Runden. Das bedeutet im Prinzip, wir zocken mit vollen Partys, Spaß-Games, Challenges. Wir werden ein, zwei Klassen spielen, die mir von euch bisher vorgeschlagen worden sind bei der Serie Pick My Class. Ihr seht natürlich trotzdem Pick My Class Vorstellungsvideos nach wie vor, aber wir werden es auch live nachher im Stream machen. Jeder ist gerne eingeladen, dabei zu sein. Jeder kann gerne mitspielen. Wir werden auch ein paar Runden S&D online spielen, weil wir ja noch einen Controller verlosen wollen. Und das Ganze werden wir in einem Suchen- und Zerstören-Turnier machen. Keine Sorge, wenn ihr nicht gut genug seid oder der Controller wird bei allen Teilnehmern beim Suchen- und Zerstören-Turnier nachher verlost. Dazu kommt aber noch eine Info. Das ist ein kleines Geschenk von mir und Nick sozusagen für euch. Das ist ein SCUF-Controller mit SCUF-Pedals, mit allem, was man dazu braucht. Ihr werdet aber auf jeden Fall heute Abend entspannt mit mir zusammen zocken können. Wir werden ein bisschen TDM spielen, ein bisschen die DLC-Maps, die neuen, ein bisschen Suchen und Zerstören, vielleicht ein paar private Games. Dann werden wir ein paar Challenges machen, dann werden wir mal gucken, wie wir ein bisschen Spaß haben können. Das Ganze wird um 20 Uhr losgehen. Wir werden so 2-3 Stunden gemeinsam mit der ganzen Community zocken. Und das werden wir, wenn es spaßig ist und wenn alle entspannt sind, auch die nächsten Tage noch so machen. Das heißt, auf jeden Fall bei Twitch TV Schepperfeuer reinschauen, heute Abend dabei sein. Lasst unbedingt ein Follow da, das ist kostenfrei, so dass ihr die Nachricht bekommt, sobald ich online bin. Jeder von euch ist eingeladen mitzumachen. Wir werden so alle halbe Stunde die 5 Leute, die mitspielen, austauschen, so dass jeder irgendwie mal drankommt. Wir werden versuchen, das entspannt zu machen, das wird auf jeden Fall funktionieren. Wer heute Abend dabei ist, bekommt etwas Schönes. Und zwar habe ich hier noch tatsächlich nagelneue FPS-Freaks Infernos. Wer von euch nicht weiß, was es ist, FPS-Freaks könnt ihr auf eure Controller machen, auf den Zielbutton und auf den Laufbutton, also R3 und L3. Und damit habt ihr die Möglichkeit, Infernos sind zum Beispiel sehr harte, die habe ich damals sehr gerne genutzt. Mittlerweile habe ich mir meinen Controller ja selbst anfertigen lassen, ich brauche sie also nicht mehr. Falls ihr normalen Controller habt und ein bisschen Probleme habt, ein bisschen zu zielen oder zu aimen, FPS-Freaks sind auf jeden Fall das Beste, was ihr da nehmen könnt. Ich habe keine Partnerschaft mit FPS. Ich bekomme von FPS-Freak dafür nichts. Das ist wirklich nur ein Geschenk von mir. Ich habe mir die vom halben Jahr gekauft. Die haben, ich glaube, 19 oder 20 Euro gekostet. Ich verschenke die an einen Zuschauer heute Abend, der im Stream live vorbeischaut und mal Hallo sagt. Ihr müsst dafür nicht Abonnent sein oder Geld ausgeben oder. Es ist einfach nur ein kleines Danke. Heute Abend ab 20 Uhr, ich werde so gegen 21 Uhr ungefähr einmal die verlosen. Das heißt, wir werden im Stream mal gucken, wie wir das verlosen und werden uns irgendwas Nettes einfallen lassen. Irgendeine Schätzfrage, zum Beispiel mit wie vielen Männern ich schon... Nee, das ist was anderes. Wir werden uns was einfallen lassen. Da müsst ihr heute Abend einfach nur um 20 Uhr live dabei sein, habt ein bisschen Spaß mit uns im Stream und dann kriegt ihr auch sozusagen ein kleines Danke. Was ihr im Hintergrund seht, ist im Prinzip ein kleines Fun-Gameplay, was ich mir so nebenbei erspielt habe. Man muss ja nicht immer irgendwie alles geben, sondern kann auch mal mit so einem kleinen Münzbeutel durch die Gegend laufen. Und das ist auch gleich die Überleitung zur neuen Season, die morgen beginnt. Morgen um 19 Uhr wird es das Update geben. Ein paar Minuten vorher, ein paar Minuten später wird es bei den meisten dann auch da sein. 10 bis 20 GB ungefähr. Ich werde nach dem Update auch wieder streamen, um die neue Operation zu beginnen und zu gucken, ob wir nicht zusammen ein paar Level schaffen im Schwarzmarkt. Es wird, so habe ich es gestern bei einigen Kommentaren gesehen, Grüße gehen raus, höchstwahrscheinlich, ich habe ja gesagt, das Katana-Schwert könnte die Spezifähigkeit von dem Spectre sein. So wie es jetzt aber aussieht, wird das eher das Messer sozusagen das Schwert sein, was man bei Level 25 im Schwarzmarkt bekommt, denn das ist ein guter Einwand gewesen. In jeder Season hatten wir bisher bei Level 25 eine Nahkampfwaffe, bei Level 50 eine neue Waffe, bei Level 75 im Prinzip eine neue Variante von der Waffe und bei Level 100 dann nochmal eine Waffe. Und darauf wird es jetzt höchstwahrscheinlich auch wieder hinauslaufen. Das heißt,
Vielleicht schaffen wir es morgen nach dem Update 3-4 Stunden ein paar Level zu machen. Mal gucken, wie schnell wir auf Level 100 im Schwarzmarkt kommen. Ich werde mir nichts davon kaufen. Ich habe noch nicht einen einzigen Cent außer für Standard-Game ausgegeben und dabei bleibt es auch. Ihr könnt aber gerne auch morgen mitmachen, genauso wie heute Abend mitmachen. Ist auf jeden Fall nur ein kleines Dankeschön für den Support und dafür, dass ihr mich so wirklich fleißig bei YouTube unterstützt. Und ich freue mich riesig drüber und wirklich, wir machen Schritte, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe und es macht Spaß und ich profitiere natürlich auch davon und das ist jetzt weniger finanziell als einfach, dass ich sehe, dass das Interesse an COD-Content, egal bei welchen YouTubern jetzt, ob groß oder klein, nach wie vor da ist. Deshalb auf jeden Fall Werbung in eigener Sache. Kommt heute und morgen einfach den Stream vorbei. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Ihr müsst mir nur im Stream nachher in den Twitch-Chat euren PSN-Namen reinschreiben, sodass ich euch dann in die Party hinzufügen kann. Und weil wir über das Thema neue Operationen morgen sprechen. Die neue Operation wird ja eine neue, ich sag mal, Map für den Multiplayer beinhalten. Und so wie es aussieht, wird es tatsächlich WMD sein. Das heißt, die Map, vielleicht kennen die einige tatsächlich noch aus Black Ops 1. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das nachher anfühlt. Ich bin auch gespannt, was sie mit dem Schwarzmarkt machen. Den haben sie in jeder Season bisher komplett geändert, weil sie immer versucht haben, da irgendwie nochmal zu improvisieren. Das hat bisher nicht so wirklich funktioniert. Ich bin gespannt, ob das jetzt besser wird. Ich kann es euch aber noch nicht sagen. Das sollte es aber auf jeden Fall für heute gewesen sein. Morgen kriegt ihr auch noch eine neue Folge mit einer neuen Pick My Class Challenge. Gewonnen hat in der letzten Folge jemand, der mir eine Paladin angedreht hat. Wie das Ganze gelaufen wird oder gelaufen ist, seht ihr morgen. Es ist auf jeden Fall eine Sternstunde des Snipings. Ihr wisst, Chappy und Snipen, das passt wie die Faust aufs Auge. Ansonsten, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend ab 20 Uhr. Lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video, haut ein Abo raus, wenn ihr noch keins rausgehauen habt. Das kostet eine Sekunde. Ich warte. Lasst das Abo da. Lasst das Abo da. Jetzt. Ja, genau. Vielen Dank. Wir sehen uns heute Abend. Haut rein.